Ich danke für die Einladung, liebe Kollegen und Kolleginnen, und bitte um Entschuldigung, dass ich ein bisschen grundsätzlicher versuche, da nachzudenken. Ich habe nicht genau gewusst, in welchem Rahmen dass wir uns hier bewegen. Und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen etwas ausformuliert, das gerade mitgenommen, weil ich nicht genau gewusst habe, wie so ist, dass man durch den Nachmittag geht. Einmal angenommen, das Antirassismusgesetz und nicht die Anti-Minarett-Plakate wären der letzte Exportschlager der Schweiz. Das würde eine andere Schweiz voraussetzen als die, die wir heute haben. Aber welche Schweiz haben wir, von welcher gehen wir Kulturschaffende aus, welche vermitteln wir? Haben wir es versäumt, nach der Abstimmung über das Minarettverbot eine andere Schweiz zu exponieren? Haben wir uns vom gegenwärtigen nostalgischen Sog beeindrucken lassen, im frommen Glauben die Wunden der Globalisierung mit der Wiederbelebung von Heimat als Folklore heilen zu können? Der Rückgriff auf Trachtentum und Bauerngeist, von dem sich viele eine Verschnaufpause von der rasenden Globalisierung erhoffen, reanimiert indessen nur eine reaktionäre Bildersprache, die ein neues, dringend benötigtes Schweizbild verstellt. Warum der Reisende am größten Flughafen Munich vom Glockenklang und Muhen begrüßt werden muss, wissen nur die Werber, die mit ihrer stereotypen Sprache die Schweiz auf einen Heimatreflex schrumpfen lassen, der in Shanghai wie in Seattle die nötige Kauflust erzeugt. Was verkauft werden will, muss notgedrungen einfach und holzschnittartig sein. Muss die Heimat auch uns Schweizern so holzschnittartig verkauft werden? Seit längerem wird das Heimatmarketing von einer Partei unterstützt, die die Refolklorisierung des schweizerischen Selbstverständnisses wie keine andere bedient. Bei gewachsenem Verkaufs-, sprich Quotendruck, folgen ihr auch jene Medien, denen Unterhaltsamkeit vor aufklärerischer Analyse geht. Zwischen dem latent fremdenfeindlichen Bodensatz einer Gotthelf-Schweiz und dem Beliebigkeitsbetrieb gesichtsloser internationaler Castingshows scheint es, zum Beispiel im Schweizer Fernsehen, zurzeit nichts Drittes mehr zu geben. Circa 30% der Bevölkerung in der Schweiz sind Ausländer oder Schweizer, Schweizerinnen mit ausländischen Wurzeln. Sie sind von einem Schweizbild betroffen, in dem sie nicht vorkommen oder nur als Schreckensmeldung. 20 Schritte von meinem Haus entfernt in Basel lebt eine Gemeinschaft orthodoxer jüdischer Basler. 10 Schritte weiter befindet sich eine arabische Moschee. Deren Leiter sagt mir, seit der Minarettabstimmung sei das Klima gegenüber den Mitgliedern seiner Gemeinde vergiftet. Unter dem Gift hätten vor allem seine hier geborenen Kinder und Kindeskinder zu leiden. Und damit auch er. Die Nachkommen der Eingewanderten sind betroffen, selbst wenn sie nicht gemeint sind. Sie leben seit Generationen in einem Land, das sich kein Bild von ihnen macht und das doch seine Identität in der Abgrenzung zu ihnen sucht. Im eidgenössischen Ausländergesetz steht an der Stelle, wo von Einwanderung die Rede sein müsste, das Wort Zulassung. Diese Vokabel ist kein Willkommensgruß. Zugelassen wird, wer nicht mit letzter Kraft abgewehrt werden kann. Gibt es eine Politik, die sich auf diese 30% der Bevölkerung einließe, gar auf diese zuginge? Bilden diese über 30% Mitbewohner nicht auch im schweizerischen Kulturschaffen, dem Theater, dem Film und der Literatur eine mehrheitlich unsichtbare Menge? Wo wird ihre Biografie, ihre Bedingungen und ihr Raum verhandelt? Haben wir Kulturschaffende es verpasst, einem vergifteten Klima ein anderes entgegenzuhalten? Zitat: Bei der Minarett-Initiative ging es um Integration, schreibt die Basler Zeitung vom 16. Februar. 3/4 der zum Abstimmungsverhalten Befragten befinden, Ausländer müssten sich besser anpassen.
Zitat Ende. Wer eine Partnerschaft eingeht, wird sich hüten, vom anderen totale Anpassung zu fordern. Er wird wissen, dass gegenseitige Anpassung nicht mit Gewalt eingefordert werden kann. Sie geschieht durch einen langsamen Prozess der Annäherung. Integration, die früher Assimilation hieß, ist heute eine Lehrformel, die von der Forderung nach immer größerer Anpassungsleistung der Eingewanderten dominiert wird. Über die Sprachkompetenz und die Befolgung der eidgenössischen Gesetze hinaus aber bleibt vage und weithin beliebig, worin Integration besteht. 1968, zur Zeit der Überfremdungsinitiativen, verfasste Marc Viraud, damaliger Präsident der Vereinigung kantonaler Fremdpolizeichefs der Schweiz, ein Büchlein mit dem schönen Titel »Vom Anderssein zur Assimilation«. Viraud beschreibt, welche Eigenschaften und Haltungen von Eingewanderten schweizkonform sind und also für die Einbürgerung prädestinieren. Zu den assimilationsbejahenden Umständen gehört es zum Beispiel, Schweizer Radiosender zu hören, Schweizer Zeitungen zu lesen, nicht ausschließlich Olivenöl zum Kochen zu benutzen. Ein Assimilationswille muss grundsätzlich verneint werden, so Viraud, wenn sich jemand nur heimatliche Filme anschaut, wenn er innerhalb der eigenen Familie nur seine Muttersprache benutzt, einen unseriösen Lebenswandel führt oder gar wünscht, in der Heimat begraben zu werden. Zitat: Sie, die Fremden, schrieb Frisch 1965, müssen sich schon tadellos verhalten, besser als Touristen, sonst verzichtet das Gastland auf seine Konjunktur. Ein Ausländer sollte also lernen, im Tram aufzuschließen, den Kehrichtsack zur rechten Zeit am rechten Ort abzustellen, keine Wäsche ins Fenster zu hängen, keinen Arbeitskollegen ohne fremdenpolizeiliche Bewilligung die Haare zu schneiden, Busbillette nicht auf den Boden zu werfen. Ja, schreibt der Chef der eidgenössischen Fremdenpolizei, er ist in dieser Beziehung erst assimiliert, wenn er, wie wir, das Gefühl hat, ein Wahrer der öffentlichen Ordnung zu sein, der das Recht hat, den anderen auf sein vorschriftswidriges Verhalten aufmerksam zu machen und manchmal strenger als die Polizei. Wir dürfen nicht verlangen, dass ein Ausländer statt Chianti oder Rioja wie wir französischen Wein oder Coca-Cola trinkt. Wenn er aber Vogelfallen stellt, so bleibt er ein Fremder. Zitat Ende. Vogelfallen wären wir tierschützend und ökologiebewusst nicht auch heute noch dagegen? Wogegen sind wir, wogegen nicht und mit welcher Begründung? Wo greift ein Gesetz, ich denke jetzt ans Burka, die Burka-Diskussion, wo greift ein Gesetz ins Private ein? Wie viel von dieser viroschen Neutralisierungswut schwingt noch heute bei der Integrationsdebatte mit, in der Islamdebatte, in der Burka-Debatte. Bei einer Partnerschaft darf Anpassung keine einseitige Leistung sein. Wie viel Fremdes im eigenen Platz hat, hängt vom Selbstbild ab. Ein interessanter Beitrag zum Schweizbild der letzten Jahre ist der Begriff Swissness, mit dem ein unverkrampftes Verhältnis zur Schweiz beschrieben werden soll. Als Label, das bewusst mit nationalen Symbolen wie dem Schweizer Kreuz und schweizerischen Eigenheiten wie Präzision, Zuverlässigkeit und Sauberkeit arbeitet, verspricht es Weltoffenheit ohne Selbstverlust. Für Jakob Tanner ist Swissness der Gegenbegriff zum politischen Schlagwort vom Sonderfall Schweiz, der von einem Bedrohungskomplex und Überfremdungsangst geprägt sei. Ist Swissness aber mehr als eine Verkaufsstrategie, ein Export der Selbstfolklorisierung? Steckt im Imago von Swissness auch der Ansatz zu einer neuen Selbstbeschreibung? Ist mit diesem leichtfüßigen Patriotismus, Zitat Imhof, die Aporie zwischen Fremdenabwehr und Selbstbestimmung gelöst? Zu der vom Bund verabschiedeten Swissness-Vorlage gehen zumindest die Wurstverkäufer wie die Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien FIAL auf Distanz.
denn Ihre Produkte, sollen sie als schweizerisch gelten, müssen zwingend einen 80%igen Anteil schweizerischen Rohmaterials aufweisen. Die FIAL fordert dagegen einen 60%igen Anteil und der Fleischverband kritisiert die diskriminierenden Regeln des neuen Markenschutzgesetzes. Wie viel Prozent Schweizerisches muss ein Produkt haben, um schweizerisch zu sein? Im Hinblick auf die bevorstehende Grillzeit gibt der Fleischverband Entwarnung bei den Servalas. Es sind genügend Rinderdärme aus Uruguay und Paraguay vorhanden. Swissness präludiert leider nicht ein neues Schweizbild. Swissness will nur neue Inhalte mit einer alten, bekannten Sprache verkaufen. Solche kommerzielle Weltoffenheit ist Etikettenschwindel. Die Frage bleibt, wie ist das eigene vor der Folklorisierung und der Globalisierung zu retten? Wie bringt man Weltoffenheit und Eigenliebe zusammen? Kommen wir zum letzten Abschnitt. Voraussetzung dafür wäre ein Selbstbild, das nicht von der Utopie einer konfliktfreien Multikulti-Gesellschaft ausgeht, sondern von der Realität eines Einwanderungslandes, das Arbeitskräfte benötigt. Als Kulturschaffende entwerfen wir Bilder der Schweiz, die nicht nur Teil eines kollektiven Unbewussten, sondern auch Teil eines Selbstverständnisses sind. Als Kulturschaffende prägen wir die Atmosphäre und stiften ein Klima. Unser Selbstbild wird sich daran messen lassen müssen, ob darin alle, auch die Unsichtbaren, Platz haben. Merci.